eigentlich unterstreichen, was der Robert gesagt hat, dass das ein, das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert der Massen war. Und im Grunde sind es die Träume des 19. Jahrhunderts, die im 20. Jahrhundert blutig gescheitert sind. Und wir waren alle ein Teil davon. Ich sage wir, auch wenn ich jetzt nach dem Krieg geboren wurde, das ist ja nicht etwas, was in einer Generation erledigt ist. Das sind ja Schemata, die gleichsam fast mit der Muttermilch weitergegeben werden. Also wenn jemand im Dritten Reich erzogen wurde, dann ist die Vorstellung, dass die Kinder dann völlig frei sind von diesem Denken, von diesem Empfinden, von diesen Illusionen, ja, ist eine falsche. Das ist, muss irgendwas passiert sein, muss ein Bruch passiert sein, sonst sind sie nicht frei. Das sind Dinge, die sich über Jahrzehnte hinziehen, über Jahrhunderte. Sie wurden ja auch Jahrhunderte eingeübt. Wir wurden ja diese Vermassung als Idee dieser Unterordnung unter eine Bewegung, dieses sich selbst als Mittel zum Zweck machen. Also diese Verleugnung der Eigenständigkeit der eigenen Menschenwürde zugunsten eines höheren Ziels, das sind Schemata, die sind Jahrhunderte alt. Und die haben selbstverständlich auch ihren Platz in der deutschen Philosophiegeschichte. Aber auch in der Religionsgeschichte. Das ist nicht, das darf man nicht, man darf also diese Konditionierung des mitteleuropäischen Menschen durch das Christentum, diese Idee der Aufgabe für ein höheres, ja, diese Märtyrer-Idee, die Bewunderung des Märtyrertums, das darf man nicht abziehen, das gehört dazu. Das heißt, ich glaube, dass diese Massen, dieses Massenzeitalter in diesen bekannten Spielarten bei uns eben nur funktioniert hat, weil es auch diese religiöse Konditionierung dafür gab. Das hat immer eine religiöse Komponente auch gehabt. Und man sieht es, wenn man sich die Bilder anschaut und drinnen erreicht, diese glänzenden Augen, das hat eine religiöse Komponente. Das ist eine Erlösungssehnsucht im Vergleichbar. Und dasselbe gilt natürlich auch für die stalinistischen Massen und das, was ich. Und ist ja auch ganz interessant, weil ich...